Erstmals ist ein Wasserstofftruck bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien an den Start gegangen. Das Rennen findet in der Stadt Jeddah statt und das H2-Fahrzeug war Teilnehmer an der ersten Etappe des über 4000 Meilen langen Offroad-Rennens. Das Fahrzeug mit H2-Antrieb wurde vom Automobilstartup Gaussin SA aus Frankreich hergestellt. Gaussins Teilnahme an der Rallye Dakar wurde von der staatlichen Ölgesellschaft Saudi Aramco gesponsert. Der H2 Racing Truck fuhr nicht über die gesamte Dauer der Rallye Dakar. Stattdessen raste es für die erste 12-Meilen-Strecke, um ein Demonstrationsfahrzeug zu sein. Gaussin kündigte vorzeitig an, am Ende des Rennens ein temporäres H2-betriebenes Zelt zu installieren. Gaussin, das auf über 190 Millionen US-Dollar geschätzt und 2010 gegründet wurde, nutzte seine Teilnahme an der Rallye Dakar, um weltweite Aufmerksamkeit auf sein H2-betriebenes Fahrzeug zu lenken. Es nutzte seinen Moment in den Schlagzeilen, um das Potenzial der Verwendung von Brennstoffzellen zu demonstrieren, die H2 verwenden, um Strom zu erzeugen, der ein Fahrzeug antreibt, ohne irgendwelche Emissionen zu erzeugen. Wird H2 aus Wind- oder Sonnenenergie hergestellt, spricht man von grünem Wasserstoff. Die Rallye Dakar erwies sich als außergewöhnliche Demonstrationsmöglichkeit für den Wasserstoff-LKW von Gaussin. Wir sind in diesem ersten Jahr vor allem da, um mit unseren Partnern Datenbanken zu sammeln, damit letztendlich die gesamte Branche davon profitieren kann, damit Brennstoffzellen noch besser werden, sagte Gaussin-CEO Christoph Gaussin. Das H2-Fahrzeug verfügte über ein paar 300 Kilowatt Elektromotoren, die beide von einer Brennstoffzellen-Batterie-Kombination angetrieben wurden. Die H2-Kapazität des Fahrzeugs betrug 80 Kilogramm, mit einer Reichweite von 155 Meilen unter Rennbedingungen. Vom leeren bis zum vollständigen Tanken dauerte es etwa 20 Minuten. Kommerzielle Versionen des Wasserstofftrucks, der bei der Rallye Dakar gefahren wurde, sollen später im Jahr 2022 zusammen mit Gaussins vollelektrischen Big Rigs erhältlich sein, so ein Werbespot, der von dem Unternehmen mit Lionel Messi von Paris Saint-Germain FC Rom veröffentlicht wurde. Vielen Dank, dass Sie sich für HydrogenFuelNews.com entschieden haben. Verpassen Sie nicht Ihren kostenlosen Zugang zu unserem exklusiven E-Book, melden Sie sich noch heute an. Folgen Sie dieser Geschichte und mehr auf HFN.